Hallihallöchen und herzlich willkommen wieder mal zurück hier bei Secret of Mana, liebe Freunde. Yo, wir befinden uns gerade im Wassertempel und haben im letzten Part mit Aquaria gesprochen. Und sie hat uns ein bisschen was erzählt, dass natürlich unsere Taten dafür verantwortlich sind, dass die Monster wieder da sind und wir halt Mana aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Nun müssen wir versuchen, halt als der Held aus der Legende das Mana wieder ins Gleichgewicht zu bringen und so weiter. Aber wie wir das hinkriegen, das wird sehr, sehr schwer werden und es wird ein sehr langer Weg werden. Und ja, mal gucken wir mal, was sie jetzt für uns erzählt hat, für uns zu erzählen hat und was unsere nächste Aufgabe ist, wo müssen wir hin und so weiter und so fort. Los geht's. Ah, er muss also zum Imperium gehen. Entschuldigung, das musste einfach mal sein. Tja, eine Sache möchte ich mir mal ganz kurz noch erzählen. Und zwar, das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Im Lande Mana gibt es zwei große Königreiche. Und, es gibt eigentlich zwei. Und zwar einmal Tasnika. Und einmal das Imperium. Tasnika ist natürlich eine Stadt, die halt für den Frieden halt da ist und die halt auch viele andere Allianzen mit anderen Königreichen geschlossen haben und so weiter. Sie leben halt in Frieden, wollen halt, dass alles wunderbar ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich noch das Imperium. Das Imperium möchte halt die Macht der Mana-Festung an sich reißen und dafür versuchen sie wirklich alles. Und sie sind seit vielen, vielen Jahren halt mit Tasnika, der Hauptstadt sozusagen, halt immer noch im Krieg. Ja, und diesen Krieg werden wir, glaube ich, auch im Laufe des Spiels, wenn ich mich recht erinnere, auf jeden Fall weiter sehr krass erfahren. Aber mehr möchte ich euch nicht erzählen. Wir machen weiter hier mit unserer nächsten Aufgabe. Victor hat seine Aufgabe bekommen. Mal gucken, was unsere Aufgabe sein wird. おとぎ話ではない。本当に要塞はあったのか。帝国は要塞を蘇らせようとしている。帝国は各地の神殿にあるマナの種子の封印を解こうとしているらしい。この神殿の周りにもすでに何者かが様子を探りに来ておるようじゃ。 Auch in ihrem Tempel sind bereits schon Spione gewesen. Tja, halt, Spione gibt's wirklich überall. Egal, wo du halt bist oder in welchem Zeitalter du halt existierst, Spione gibt es immer. Und die werden ziemlich krass bezahlt. Das ist der Name einer Höhle, in der ein Zwergenschmied zu Hause ist. Ah, der ist Schmied, der wird uns auf jeden Fall helfen, unser Schwert wieder so zu reparieren, oder? Dwarf-Tachini,その聖剣を鍛え直してもらった方がいいだろう. Machen wir auf jeden Fall, dann gehen wir sofort dahin und werden mal unser Schwert verbessern lassen. Victor macht sich also auf den Weg. Ist klar. Gut, Aquaria, haben wir noch irgendwas zu tun? Jetzt, wo Victor alleine ist, können wir doch ein bisschen... Naja, du weißt schon... Wir sind jetzt alleine, hier ist überall ein bisschen Wasser. Wir können jetzt noch ein bisschen planschen gehen, oder? Da hinten ist ein schöner Pool. Was hältst du davon? Wofür fürchtest du dich? Vor der Festung oder vor dem Schwert? Na, das Schwert ist eigentlich nicht so die große Gefahr, weil das kann man sehr leicht meistern. Ich würde eher, glaube ich, vor der Festung Angst haben, die meine ganze Welt eigentlich zerstören kann. Ich sag mal die Festung. Haruka. Kamigami no saigo no tatakai ga atta.
その時に使われた神の船がマナの要塞じゃ。お前もおとぎ話として聞いたことがあるじゃろう。だが神々の戦いは本当だった。その時滅びかかった世界をギリギリのところで救ったのが聖剣だったとされておる。そうして生き残った者たちがマナの力に守られ、再び今の世界を築き上げたんじゃ。その剣はまさしく聖剣じゃが、その光は失われ、もはや聖剣としての力は残っておらぬ。聖剣はその最後の力を使い、自らお主を選んだようじゃ。Warum hat es uns ausgerechnet erkoren? Warum nicht jemand anderes? Und naja, eigentlich, wenn ich mir gerade so vorstelle, der Toni oder der Tim und Tom, oh Gott, nee, es ist gut, dass wir das geworden sind, auf jeden Fall. Gut, wir haben keine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, wir müssen es auf jeden Fall machen, also kein Problem, Aquaria, du kannst dich auf uns verlassen, wir werden es auf jeden Fall hinkriegen, das Schwert wieder zu alten Ruhm und Glanz wieder hinzukriegen. Alles klar. Sie hat uns Platz gemacht und jetzt müssen wir den Mana-Samen mit unserem Schwert aktivieren, damit er halt versiegelt ist und dass das Imperium nichts gegen irgendwie nichts machen kann. Wir wollen ihn ja zerstören. Damit ist das versiegelt. マナの種子と聖剣が共鳴したのじゃ。これで世界のどこにおってもその聖剣には種子からのパワーが届くはずじゃ。世界にはここを含め全部で8つの神殿がある。それぞれの種子から力を授かるとよい。この先錆びついた聖剣だけでは不安じゃ。この聖水で清めたブロンズランスも持って行け。Jawohl, wir kriegen unsere zweite Waffe, liebe Freunde. Wir kriegen eine Lanze. Wie geil ist das denn? Und der gleiche Jingle wie damals auch wieder. Wie cool! Geil, natürlich hat es ein bisschen aufgemobbt, Modster und so weiter. Aber finde ich cool. Danke für die Bronzelanze. 聖剣と共に使えば聖剣と同じように進化していくじゃろう。回復してやろう。セーブもしておくかね。Ja, würde ich gerne speichern, auf jeden Fall mache ich auch. Dankeschön, dass du mich geheilt hast. まずはジェマも言っていた。ガイアのへそに向かい。そこには地底神殿があるはずじゃ。Oh ja, den Tempel, den wir da finden, der ist auch mega cool, aber da kommen wir erst, glaube ich, ganz spät erst wieder hin. In dem Dorf werde ich mich, in dem Königreich Pandora, das heißt nicht Pandora, das hieß Pandoria. Da fehlt ein I. Aber trotzdem, wie geil, ich bin gespannt, wie das Dorf aussehen wird und was da alles los sein wird. Und danke, Aquaria, dass du uns halt geholfen hast und so weiter und so fort. Sie ist hier, sie läuft auch hier die ganze Zeit mit barfuß hier rum. Finde ich auch mega cool. Ich finde irgendwie, der Wassertempel hat so ein bisschen was wie so ein richtiges Schwimmbad oder sowas, oder? So, das Ding machen wir mal weg. Wieder zu, dass keiner kommen kann und so weiter. Es ist einfach nur ein Schwimmbad. Die hat einfach nur ein richtig großes Schwimmbad hier. Und wenn ich weg bin, geht sie erstmal ein bisschen baden. Und ich darf natürlich nicht zugucken.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von dem Remake sehr begeistert. Es ist wirklich sehr cool, es sieht sehr schön aus. Sie haben sich sehr viel einfallen lassen, wie sie halt natürlich diesen alten Charme von dem Spiel halt wieder einbauen können. Das haben sie hingekriegt auf jeden Fall. Das haben sie echt hingekriegt. Ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Gut, dann gehen wir mal auf nach Pandoria. Da müssen wir jetzt erstmal ein ganzes Stück noch laufen und ich werde jetzt versuchen, noch so viele Gegner wie möglich zu töten. Dass wir halt noch ein bisschen mehr Leben kriegen. Dass wir noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte kriegen. Boah. Das hat ganz schön viel ausgehalten. Und du, Vampir-Tulpe, du nervst so ein bisschen. Weißt du das eigentlich gerade? Und tschüss, Sikowski. Oh nein, Goblins! Goblins! Warum? Na super, wir wurden von Goblins angegriffen. Wie sehen die denn aus? Oh, na toll. Wir sind natürlich in der Suppe drin, danke. Aua! Kurze Sache, ich habe glaube ich jetzt vor, mal einfach nur die mal quatschen zu lassen, oder? Ich weiß nicht, ihr müsst mir mal schreiben, ob ihr das halt vorgelesen haben möchtet oder ob ich das halt so lassen soll. Das will ich mir gerne mal wissen. Das ist keine Stimme für einen Goblin, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Du! Nicht bewegen! Stillhalten! Du großes Glück haben, Mensch! Du Hauptspeise bei unserem Fest! Und du gelernt Deutsch hast bei Yoda, nicht wahr? Du großer Festmaus! Du großes Glück haben! Euer Wein voll! Oh mein, nein, sie haben es echt geändert. Oh mein Gott, warum haben sie es geändert? Nein! Da war damals auch so ein geiler Spruch gewesen. Und zwar, da fängt halt die Musik sofort an. Und dann sagen die beiden, ohne Scheiß, die beiden sagen, oh, die Lindenstraße fängt gerade an. Warum die Lindenstraße? Und jetzt haben sie es halt umgeändert. Oh, der Tanz beginnt. Nichts wie hin. Die Lindenstraße. Alter, ich habe das damals als kleines Kind nie verstanden, warum die damals gesagt haben, die Lindenstraße fängt an. Jetzt, da ich älter geworden bin, habe ich das irgendwann geschnallt und dachte mir nur so, aua, das tut weh. Natürlich mussten sie es ändern, weil heutzutage würde es, glaube ich, keiner mehr verstehen, was die Lindenstraße war. Und jetzt geht's weg. Oh, guck mal, da, guck mal, Leute, wer da oben ist. Hey, psst! Hey, du da! Was machst du da drin, Dummkopf? Hey, bitte, du musst mir helfen! Oh, cool, sie sieht ja auch richtig geil aus. Mann, sieht die nice aus. Man, die Charaktere sehen so toll aus. Offensichtlich habe ich mich getäuscht. Dankeschön, dass du mir trotzdem das Leben gerettet hast, obwohl ich nicht der gewesen bin, den du gesucht hast. Mein Gott. Hey, bleib stehen! Hey, warte doch! Also ich glaube, wo ich weiß, dass die Stimme gut klingt, dann lasse ich die ausreden. Wenn ich weiß, dass die Stimme überhaupt nicht passt, dann werde ich ihn anders sprechen. So, ja, dieses Mädchen, was wir gerade gesehen haben, ist auf der Suche nach Hagen gewesen. Und ja, und sie dachte natürlich, dass wir das gewesen sind, aber wir waren es natürlich nicht. Jetzt kann man den Gegner auch wesentlich öfter angreifen, was man damals auch nicht machen konnte.
Gut, aber ich glaube wirklich nach. Aua. Poco Push ist keine Gefahr mehr. Den mache ich mit einem Zuschlag tot. Ja, die brauchen noch ein bisschen länger und das ist mir ein bisschen zu viel. Deswegen werde ich bei trainieren gehen. Oha, 42er Schaden, alles klärchen. Ich werde weiter wirklich ein bisschen trainieren gehen. Jetzt mache ich erstmal die ganzen paar Gegner töte ich jetzt noch. Oh, auch mit einem Schlag gekillt. Auch mit einem Schlag gekillt. Das liebe ich doch. So muss es sein. Zack, auch tot. Aber ich kann die Gräser hier gar nicht mehr wegmachen. Die konnte ich damals da kaputt machen. Das ist voll schade. Ich wollte gerade sagen, mit einem Schlag habe ich einen Pilztürkopf gerade gekillt, aber nein. Ich glaube echt, ich werde gleich wirklich ein bisschen mehr trainieren gehen. Keinen Schaden gemacht, weil es keine 100% waren. Und dann ist er tot. Oh, da muss ich aufpassen. Das sind Pilzsporen. Wenn die mich erwischen, bin ich kurzzeitig betäubt. Oder halt verliere halt die ganze Zeit Leben. Muss auch aufpassen. Wie viel hältst du denn aus, Mann? So, jetzt bist du tot. Und natürlich habe ich nichts bekommen. Danke. Oh, noch einer. Zack. Und zack. Und zack. Das war's. Und zack. Auch tot. Nee, noch nicht. Was immer gut, wenn hier wirklich zwei Gegner auf einen Schlag sind. Und Level 4. Geil, Level 4. Also ich will jetzt versuchen, so ein bisschen so bis, glaube ich, Level 6 oder 7 zu trainieren. Dass wir richtig viel Schaden machen. Und dann haben wir es auch ein bisschen einfacher. Ja, der Part ist jetzt schon wieder vorbei, liebe Freunde. Aber ich gehe noch ganz kurz nach Pandoria. Um uns hier mal ganz kurz ein bisschen umzugucken. Oh, die Musik ist genau auch wieder so traurig wie damals. Hi. Willkommen im Königreich Pandora. Er hat die Anweisung bekommen halt von Victor, dass er uns durchlassen soll, wenn wir da sind. Er hat eine Audienz beim König, für die er extra aus Tasnika gekommen ist. Wieso sollen wir nicht mit den Leuten reden und so weiter? Das ist auch wieder sehr komisch. Was ist hier los? Tja, Freunde, wir wissen noch nicht, was hier los ist. Kaum sind wir hier, schon heißt es, ja, das ist im Arsch, das ist im Arsch. Victor ist da, du sollst nicht mit den Leuten reden, weil hier irgendwas nicht stimmt und so weiter. Tja, das werden wir alles noch erfahren, liebe Freunde, was hier wirklich in dem Königreich Pandoria alles los ist. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, liebe Freunde. Im nächsten Part werde ich zum König gehen. Und ihn fragen, was hier los ist. Mal gucken, was wir alles erfahren werden. Danke wieder fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und für euer Interesse bei Secret of Mana für die PS4. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich sage Dankeschön. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ich werde jetzt noch ein bisschen trainieren gehen, damit wir halt ein bisschen stärker werden. Und vielleicht bin ich im nächsten Part jetzt schon Level 6 oder Level 7 oder sowas. Mal gucken. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss, Freunde.